Montag, 14. August 1972, Königs Wusterhausen bei Berlin. Ein schwül heißer Sommertag. Kurz vor 17 Uhr nähert sich eine IL-62 der DDR-Fluggesellschaft Interflug der Stadt. Über dem Bahnhof gerät das Flugzeug außer Kontrolle. Wir haben am Kaffeetisch gesessen und hörten dieses kreischende Geräusch. Und unser Bekannter, die zu Besuch waren, der sagte bloß, die kommt runter. Und in dem Moment sahen wir schon einen Teil der Maschine auf uns drauf zukommen, vorne das Cockpit. Und das ging dann hier in der Wiese runter, vielleicht so 150 Meter von unserem Kaffeetisch entfernt. Und dann war eben diese Totenstille. Bis auf den letzten Platz ist das Flugzeug besetzt gewesen. 148 Urlauber und 8 Besatzungsmitglieder stürzen mit in die Tiefe. Unter den Opfern auch die Mutter von Werner Arlt. Es kam nie etwas. Es kam zwar Beileidsbekundungen von Honecker und ähnlichen Leuten, aber hätten sie uns auch mal berichtet, wie es nun wesentlich war, nicht? Das haben wir überhaupt nicht erfahren. Sie hatte die Reise eigentlich noch nachträglich bekommen, weil kein Platz frei war. Und ein Arzt in Spremberg war zurückgetreten. Ja, und dann hatte sie eigentlich das Glück, für diesen Platz praktisch bezahlen zu können oder reisen zu können nach Bulgarien. Aber aus dem Glück, da wurde eben leider ein Unglück. 22. April 1970. Ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Interflug. Die erste IL-62 ist vom sowjetischen Hersteller eingetroffen. Das moderne Langstreckenflugzeug soll der ganze Stolz der Flotte werden. Als erstes Exemplar erhält es den Namen DMSEA. Es ist das spätere Unglücksflugzeug. An diesem Tag wird es bewundert und gefeiert. Die Funktionäre der Luftfahrt beider Bruderländer beglückwünschen sich. Wieder ist wissenschaftlich-technischer Fortschritt messbar geworden. Wieder zeigt sich die Überlegenheit gegenseitiger Wirtschaftshilfe. Die Maschine, die lag in der Luft wie ein Brett. Da, wo man heute mit moderneren Flugzeugen bei leichten Turbulenzen, die schon spürbar zu merken bekommt, lag die Maschine noch wie ein Brett, hat sich nicht gerührt. Und die Maschine war, also aus meiner Erfahrung her, ein absolut sicheres Verkehrsflugzeug. Auch sehr robust, hat einiges vertragen. Und ich habe sie unheimlich gern geflogen. Wenige Minuten verbleiben noch bis zum Abflug, deshalb zunächst Interflug im Telegrammstil. Auf fast 1000 internationale Ferienflüge kommt die Interflug in diesem Sommer, unter anderem nach Moskau, Leningrad, Kiew, Budapest, Sofia, Varna. Einsatz neuester sowjetischer Typen wie dieser schnellen TU-134. Ergebnis engster Zusammenarbeit unserer Länder. Zuverlässige sowjetische Maschinen machen die Interflug auf rund 45.000 Kilometer Streckennetz zu einer der sichersten Fluggesellschaften der Welt. Meine Eltern sind gegen Mittag von Cottbus losgefahren. Das heißt, mein Mann hatte sie im Auto nach Schönefeld gebracht und die beiden Jungen waren noch dabei. Die ersten Passagiere sind am 14. August 1972 schon am frühen Nachmittag in Schönefeld. Vorfreude auf den Urlaub. Ihr Flug geht nach Burgas. Die DMSEA kommt zu diesem Zeitpunkt aus Moskau zurück. Besatzung und Techniker melden volle technische Einsatzbereitschaft. 15.30 Uhr Einchecken der Bulgarien-Urlauber. Glückliche Besitzer einer Reisebüroreise ans Schwarze Meer. Die 148 Passagiere stammen vor allem aus den DDR-Bezirken Dresden, Cottbus und Berlin. Unter ihnen 40 Ehepaare und 3 Kinder und auch die Mutter von Michael Weidner. Das war eine Urlaubsreise für 14 Tage nach Nessebar. Dort wollte sie sich mit ihrer Schwester aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland treffen. Zu diesem Treffen ist es allerdings dann nicht mehr gekommen. Else und Erich Voss aus Cottbus senden kurz vor Abreise noch einen Postkartengruß an ihre Enkeltochter.
Die Postkarte ist von meinen Eltern in Schönefeld geschrieben worden, in den Kasten geworfen worden. Drückt so viel Freude auf den kommenden Urlaub aus. Und ja, kam an, als sie schon tot waren. Der 1541. Start der DMSEA, ein Bilderbuchstart. Um 16.30 Uhr startete die Maschine, ging auf 1200 Meter Flughöhe und wurde da zum Anflugkontrolldienst übergeben. Damit hat sich für uns die Aufgabe erledigt gehabt. Mit 46.000 Litern Kerosin in den Tanks bringen die vier Triebwerke das Flugzeug in die vorgeschriebene Reiseflughöhe. Die erfahrene Crew um den Kommandanten Heinz Pfaff erwartet einen normalen Flugverlauf. Über Bordfunk stimmt der Kapitän die Passagiere ein. Kurs Richtung Süden über Dresden und Prag. In 2 Stunden pünktliche Landung in Burgas. Plötzlich um 16.43 Uhr bemerkt der Pilot Schwierigkeiten mit dem Heckleitwerk. Die große Querflosse lässt sich nicht mehr bewegen. Sie dient zur Stabilisierung der Fluglage. Mindestens im Cockpit beginnen natürlich Spekulationen, das ist selbstverständlich, was könnte es denn sein? Und diese Situation ist natürlich psychologisch, also eine furchtbare Situation. Während im Cockpit das Rätselraten über die Ursache des Defektes beginnt, überfliegt das Flugzeug die Heimatorte vieler Passagiere. Gegen 4:45 etwa muss es gewesen sein, haben wir die Maschine vorbeifliegen sehen. Sie ist ja dann die Fluglinie von Berlin Richtung Dresden. Wir haben sie vorbeifliegen sehen und waren eigentlich froh, dass alles so gut geklappt hat, nicht? 16.45 Uhr, da wird so gewesen sein, ungefähr 10 Minuten nach dem Start. Da haben wir ungefähr die Höhe, wo wir sozusagen nicht mehr bergsteigen müssen in der Maschine, wo wir so ungefähr schon wissen, jetzt können wir halbwegs geradeaus. Da fängt man an, wir bereiten uns, sie werden wahrscheinlich gerade dabei gewesen sein, das Essen hervorzuholen, die Container, die alle verzurrt waren, zu entzorgen, den Kaffee anzuheizen, die Kaffeecontainer, dass das alles schon erstmal da ist, die Tabletten schon zurechtzurücken, vielleicht auch sogar schon die Getränke rauszuholen. Wir hatten vor allen Dingen auch Vertrauen zu unseren Besatzungen, zu unseren männlichen von Cockpitmitgliedern. Wir kannten auch diese immer sehr gut und wir wussten immer, aha, die Besatzung sitzt da vorne, uns kann nichts passieren. Noch lässt sich das Flugzeug lenken und in der Höhe halten. Die Fluggäste merken nichts von Problemen im Cockpit. In der Kabine steigt die Urlaubsstimmung. Was keiner an Bord wissen kann, schon zu diesem Zeitpunkt ereignen sich fatale Dinge. Und zwar ganz im Heck der Maschine. In einem Ablageraum außerhalb der Druckkabine nimmt unterhalb des Fußbodens das Unheil seinen Lauf. Kurzschlüsse erzeugen Lichtbögen. Steuerleitungen werden durchtrennt, auch jene, die die Heckflosse bewegen. Ihr Ausfall ist das Einzige, was von der Besatzung festgestellt werden kann. Der Kapitän steht vor einer schwierigen Entscheidung. Wenn ich unmittelbar nach dem Start den Ausfall eines relativ wichtigen Geräts habe, dann werde ich immer wieder zu dem Startflughafen, wo meine Heimatbasis ist, wo ich die technische Basis habe, wo die Maschine wieder ordnungsgemäß instand gesetzt werden kann, zurückkehren. Es ist 16.46 Uhr. Kommandant Heinz Pfaff entscheidet sich zur Umkehr. Kurz vor Hoyerswerda fliegt die DMSEA eine 180-Grad-Kurve. Jetzt bemerken auch die Passagiere, dass irgendetwas nicht stimmt. Rückflug aufgrund technischer Probleme. Vielen Urlaubern wird klar, dass sie den Zielflughafen Burgas an diesem Tag so schnell nicht zu sehen bekommen werden. Man muss beruhigen. Versuchen, mit dem Passagier ganz normal zu sprechen, als wäre es das Normalste der Welt. Versuchen Sie abzulenken. Schauen Sie mal aus dem Fenster, wie schön es da unten aussieht. Oder irgendwie sich mit Ihnen zu unterhalten. Ablenken einfach. Als wäre es ganz normal alles. Ganz bewusst an diesem Tag guckte ich hoch und lauschte auf Motorengeräusche und konnte mir etwa ausrechnen, dass die Maschine nach etwa 20, 25 Minuten Hoyerswerda passieren müsste. Aber es blieb still an diesem Tage.
16.47 Uhr. Die Funkleitstelle Cottbus weist der DMSEA einen neuen Kurs zu. Die Maschine fliegt zurück nach Schönefeld. Aus der Sicht des Piloten Heinz Pfaff ist die Situation zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle. Eine defekte Heckflosse. Im internationalen Luftverkehr kein Grund für eine sofortige Notlandung. War es vernünftig, wieder nach Berlin-Schönefeld zurückzukehren? Es hätten in der Nähe gelegen der Flughafen der damaligen NVA Cottbus und Dresden. Die Rechnungen zeigen aber, dass dadurch gar nichts verbessert worden wäre, vom Zeitmaßstab her gesehen. Sie müssen, der Besatzung war es ja zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass sozusagen im Laufe des Sinkfluges und des Rückfluges sich die Situation so krass verschlechtern konnte. In den Minuten des Rückfluges entscheidet sich das Schicksal der DMSEA. Aus den Kurzschlüssen unterhalb der Bodenplatte im Gepäckraum 4 wird ein lodernder Brand. Da in diesem Raum keine Brandsignalisation war, hatte die Besatzung natürlich auch keine Kenntnis davon, dass es dort hinten brennt. Auch in Schönefeld ahnt niemand etwas von der brenzligen Situation. Der laufende Flugbetrieb wird nicht unterbrochen, die Feuerwehren nicht alarmiert. Wir erwarteten einen normalen Anflug und auch eine normale Landung. Und wir haben uns auf eine Notsituation in dem Moment noch nicht eingestellt gehabt. Handlungsbedarf entsteht allein durch die Überlast der DMSEA. Zu viel Treibstoff, ein Routineproblem. Er erhielt von uns die Aufgabe, südlich von Königswusterhausen in der hier vorgesehene Zone den Treibstoff abzulassen, um das notwendige Landegewicht zu erreichen. 16.56 Uhr. Über der Gemeinde Rangsdorf beginnt die Crew mit dem Schnellablass von 5 Tonnen Kerosin. Düsen an den Tragflächenenden versprühen das Flugbenzin. Kurze Zeit später meldet er, dass die Maschine einen Flugzustand hat, der nicht mehr definierbar ist. Schwierigkeiten in der Lenkung des Luftfahrzeuges. 16.58 Uhr. Die DMSEA verliert dramatisch an Höhe. Sie nähert sich Königswusterhausen. Bis heute ist nicht nur hier die Version verbreitet. Die Maschine sei in diesem Moment in die eigene Kerosinwolke geflogen und explodiert. Das ist absolute Kokolores. Weil wenn da, was damals so gerüchteweise aufgebracht wurde und so laienhaft von Leuten, die weder physikalisches Verständnis noch irgendwelch anderes technisches Verständnis haben, dann ist das hohnschreiend, dann müsste das so oft passieren, da Kraftstoff ablassen in der Luft, in Notsituationen, ein gängiges Verfahren ist. Und ich persönlich habe selbst mit dieser Maschine auch schon 20 Tonnen Kraftstoff abgelassen im Raum Berlin. Nicht die Triebwerke, sondern Kanister mit Enteisungsflüssigkeit explodieren im Gepäckraum 4. Der Brand im Heck nimmt verheerende Ausmaße an. Die Maschine überfliegt das Stadtgebiet von Königswusterhausen. Die Lage im Cockpit ist verzweifelt. Das Flugzeug ist nicht mehr auf Höhe zu halten. Alle Steuerinstrumente versagen ihren Dienst. Kurz darauf bekamen wir das internationale Notzeichen. Mede, Mede, Mede. Das heißt, das äußerste Notzeichen in der Luftfahrt, dass die Maschine in Gefahr ist und sich nicht mehr halten kann. Wenn jetzt plötzlich festgestellt wird, die Maschine lässt sich nicht mehr halten, dann ist der erste Gedanke, mein Gott, was kann ich machen, um die Maschine erstmal in der Luft zu halten, dass sie nicht runtergeht. Und in dem Moment sind das dann, das sind Reflexe, die der Flieger dann einfach hat, indem er dann alles, er weiß, Geschwindigkeit ist das halbe Leben, also indem er erstmal Gas gibt. Die letzte Verzweiflungstat des Piloten kann das Flugzeug mit 156 Menschen an Bord nur noch über den Bahnhof retten. Was danach geschieht, ist eine Frage von Sekunden. Das ist das Schlimmste, was in einer Besatzung passieren kann, wenn man plötzlich feststellt, man sitzt ohnmächtig im Cockpit, man kann nichts mehr machen. Wenn man sieht, hier bricht was ab, da ist das Feuer. In dem Moment, ich sage ja mal, wir kannten uns alle sehr gut. In dem Moment, sie würden auch versuchen, zu ihrer Frau zu kommen. Und so war es so, dass die 5 Stewardessen sich auf jeden Fall alle erstmal in der Küche getroffen haben. Nach dem Motto, es ist sowieso vorbei, aber wir sind wenigstens noch zusammen hier.
In dem Moment gehe ich mal davon aus, dass die Maschine, dass die Menschen alle in Ohnmacht fallen und dann nichts mehr wahrnehmen. Anwohner und Urlauber rund um Königs Wusterhausen werden aufgeschreckt von aufjaulenden Triebwerken und berstenden Geräuschen. In dem Moment habe ich mich umgeschaut und sah dann oben ein Leitwerk, was wie so ein Schmetterling, wie so ein Falter vom Himmel fiel. Wir haben mehrmals gerufen, die Maschine, und haben keine Antwort erhalten. Das heißt, dass die Maschine unkontrolliert irgendwo zum Absturz gekommen ist. Und plötzlich löste sich das Heck der Maschine und fast in der gleichen Sekunde vorne das Cockpit. Wobei ich mich dann nur noch auf das Cockpit konzentrierte, da es mit den Fenstern eine trudelnde Bewegung in meine Richtung machte. Genau eine halbe Stunde nach dem Start stürzt die DMSEA in ein Feld, nur wenige Meter hinter dem Bahnhof Königs Wusterhausen. Wie das Flugzeug abgestürzt war, musste ich ja wieder den Weg zurückschwimmen. Ich bin da von panischer Angst getrieben worden, weil ich dachte, jetzt kommen schon die ersten Leichen angetrieben. Und Flugzeugteile, weil es ja wirklich eine Katastrophe war. Es war katastrophal. Wenn man so einen Notruf von einer Besatzung hört, die man kennt. Wir waren eine große Familie. Die Besatzung, die Stewardessen. Wir kannten uns alle, weil wir eine große Familie waren in der Interflug. So, dass man heute auch nicht ganz unberührt ist. Und damals war für uns ein Schock. In Berlin löst die Leitstelle des Innenministeriums Katastrophenalarm aus. Alle verfügbaren Rettungskräfte eilen nach Königs Wusterhausen. In den Krankenhäusern wird die Notaufnahme von Verletzten vorbereitet. Noch weiß niemand, wie es wirklich an der Unfallstelle aussieht. Auf einmal waren so viele Feuerwehren hier, dass eben gar kein Durchkommen mehr war. Und dann kamen die Menschen alle rüber, übers Grundstück, die vielleicht helfen wollten, ja, aber nicht konnten mehr, denn es war alles still. So, und dann haben wir die ersten Leichen dann erstmal zugedeckt, damit denn der Anblick war ja doch recht schrecklich. Da sind Sie denn rausgegangen und dann lagen die Menschen hier? Oder? Wir brauchten gar nicht rausgehen, die lagen vor unserer Einfahrt, die lagen dort drüben am Baum, die lagen dort an der Durchfahrt. Es war schon schrecklich, die Anblicke. Ja, es waren nur Teile, sagen wir mal. Für die Insassen gab es nicht den Hauch einer Überlebenschance. Die medizinische Untersuchung wird ergeben, dass sie den Absturz bis zum Aufprall miterleben mussten. Also wenn Sie das gesehen hätten, wie die Maschine aufgeknallt ist und was da so ein Feuerball war, es sind ja auch noch Stücken durch die Luft geflogen. Ja, wenn ich daran denke, dass die ganze Kabine, also wo die ganze Küche, kann man so sagen, wo die ganzen Stewardessen, die waren ja auf dem Feld, waren die alle in dieser Küche drin. Und das Cockpit ist ja in die Wiese gestürzt, wo der Pilot, der Heinz Paff, mit seinem Navigator und die Crew da drin gesessen hat. Und der klebte förmlich mit dem Kopf auf das Armaturenbrett. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr haben alles abgesucht. Wir haben dann noch Leichen gefunden. Etwa um die 20, 22, können auch 25 gewesen sein. Genau die Zahl habe ich nicht mehr im Kopf. Sie haben wir dann hier drüben am Weg schön sauber abgelegt und zugedeckt, damit sie erst mal den öffentlichen Blicken, es war ja noch nicht gleich eine Absperrung hier, entzogen wurden.
Polizei und nationale Volksarmee sperren die Unglücksstelle weiträumig ab. Keine Information soll unkontrolliert nach außen dringen. Sofort wird eine Kommission gebildet, die das Unglück untersuchen soll. Spuren werden gesichert. Danach kamen Mannschaftswagen von der Armee. Und dann stiegen die jungen Soldaten aus und die mussten dann mit Fähnchen überall in der Hand. Und die mussten dann über die Wiese in so einer Kette laufen und mussten dann da, wo sie was gefunden hatten, ein Fähnchen stecken. Und dann war die ganze Wiese voller Fähnchen hier. Auf dem Feld hier auch alles noch von, da waren manchmal Koffer, wo noch die Sonnenhüte oben festgemacht waren, weil sie ja in Urlaub fliegen wollten. Beim Armbrot hörte ich gewohnheitsgemäß Nachrichten. Und in diesen Nachrichten wurde eine Mitteilung gesprochen über den Absturz einer Chartermaschine nach Bulgarien. Und da sagte ich zu meiner Frau, um Gottes Willen, das ist doch nicht etwa, hier ist doch nicht etwa die Mutter dabei. Daraufhin ging ich ans Telefon und rief in Schönefeld an und fragte konkret nach diesem Flugzeug. Mir war bekannt, dass das Flugzeug um 16 Uhr starten sollte, eine Chartermaschine nach Burgas. Und man bestätigte mir, dass es sich um diese Maschine handelt. Ich fragte auch noch, besteht die Möglichkeit, dass da eventuell eine zweite Maschine geflogen sei. Also ich suchte nach Hoffnung. Und man verneinte das und sagte, nein, es handelt sich ausschließlich um diese eine Maschine. Und man verwandt mich dann weiter zu einer sicherlich inzwischen gebildeten Kommission. Die erfragten sich meine Personalien und sagten mir aber am Telefon nicht, dass meine Mutter da im Flugzeug mit sei. Diese Nachricht erhielt ich dann in der darauffolgenden Nacht gegen 2 Uhr, klingelte der Bürgermeister von Hoyerswerda an meiner Wohnungstür und da wusste ich dann Bescheid. Ich habe in meiner Tätigkeit seinerzeit als Berufsfeuerwehrmann viele und schwere Einsätze, angefangen von Eisenbahn, Straßen und Katastropheneinsatz im Hochwasser. Aber doch dieser Einsatz hat alles übertroffen, zumindest an menschlichem Leid. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Tage noch nach dem vollendeten Einsatz hier, wenn ich mal eine Musestunde hatte und vor dem Fernseher gesehen habe, dass mal ein Flugzeug gelandet oder gestartet ist, bin ich aus meinem Wohnzimmer gegangen. Der Flugzeugabsturz von Königs Wusterhausen ist eine der schwersten Katastrophen in der Geschichte der DDR. Anteilnahme mit den Hinterbliebenen. Nicht nur in der Bevölkerung ist sie groß, auch der Staat zeigt sich schockiert und verspricht die Aufklärung der Ursachen. Doch von der Arbeit der Untersuchungskommission dringt nichts nach außen. Auch die Angehörigen bleiben im Ungewissen. Mein Bruder hatte mal über irgendeine Westzeitung einen Ausschnitt bekommen von Verwandtschaft. Das war die einzige Erklärung, die wir hatten. Tod durch extreme Windstille. Kurz nach dem Absturz meldet der Spiegel Tod durch extreme Windstille. In einem Artikel wird zum ersten Mal die Version der durchflogenen Kerosinwolke kolportiert. Eine Absturzursache, die den Schuldverdacht auf die Besatzung lenkt. Da wussten wir wenigstens etwas, aber wir wussten nie, ob so stattgefunden hat. Der Staat hat uns niemals eine Erklärung gegeben. Es ist ja auch krass drüber gewachsen im Laufe der Jahre. Ich weiß nicht, wie viel es noch Angehörige geben wird. Aber das war das, wo wir immer gedacht haben, das wird es gewesen sein. Die Version von der durchflogenen Kerosinwolke setzt voraus, dass sich der Treibstoff an den Triebwerken entzündet hat. Die Turbinen wären dann in der Luft explodiert oder zumindest in Brand geraten. Experten an der Absturzstelle finden aber keinerlei Hinweise auf einen solchen Unfallhergang. Bei einem Brand im Fluge sind an der Triebwerksverkleidung in Flugrichtung schwarze Streifen zu sehen, also Rußstreifen. Und wenn es durchgebrannt ist, auch noch Metallperlen, die sich dort niederschlagen. Das war an keiner Triebwerksverkleidung der Fall. Am nächsten Tag hörte ich schon solche Gerüchte, die Maschine wäre in die eigene Kraftstofffolge geflogen und all solchen Unsinn, der damals verbreitet wurde. Und ich habe, wo ich nur konnte, habe ich mich
dagegen gestellt und habe dringend geraten, die Berichte erstmal abzuwarten, die Untersuchungsberichte abzuwarten. War denn diese Version, sage ich mal, war denn die damals überhaupt irgendwie ein Thema der Untersuchung? Oder? Überhaupt nicht. Denn es stand fest, der Flugweg war ein anderer. Und die Triebwerke haben gearbeitet, ordnungsgemäß bis zum Aufschlag. Nicht dementierte Meldungen westdeutscher Zeitungen auf der einen, Mundpropaganda auf der anderen Seite lassen breiten Raum für Gerüchte über die Absturzursache. Die DDR-Medien verhalten sich konform zu ihrem Staat. Kein Wort zu viel und den Gesprächspartner nicht zu nahe kommen. Die aktuelle Kamera berichtet zwei Tage nach der Katastrophe. Jeder Satz, die Fragen des Reporters und die Antworten des Verkehrsministers vorab von der Regierung genehmigt. Seit Montagabend, unmittelbar nach dem tragischen Flugzeugunglück hier bei Königs Wusterhausen, leisten zahlreiche Bürger unseres Landes gemeinsam mit den Mitgliedern der Regierungskommission sehr schwere Arbeit. Der ADN-Korrespondent Ralf Bergemann hat Gelegenheit, hier am Ort mit dem Leiter der Regierungskommission, Ministergenossen Otto Arndt, zu sprechen. Genosse Minister, es ist eine sehr schmerzliche journalistische Pflicht, die wir hier zu erfüllen haben an dieser Stätte, wo vor 48 Stunden eine IL-62, der Interflug, abgestürzt ist. Wir wissen aus Berichten von ähnlichen Katastrophen in der Welt, dass die Suche nach den Ursachen sehr schwierig, sehr kompliziert ist. Was können Sie jetzt 48 Stunden nach dem Unglück schon dazu sagen? Es ist natürlich so, wie Sie sagen, dass die Frage kompliziert ist. Wir haben sofort nach Bildung der Regierungskommission Spezialistengruppen zusammengestellt, die auch pausenlos untersuchen, alle Beweisstücke sichern, alle Unterlagen zusammentragen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass trotz angestrengter Arbeit zum gegenwärtigen Stand der Untersuchung ich noch keine Angaben über die vermutliche Ursache dieser Katastrophe machen kann. Für mich war es interessant, als ich das erste Mal raus war, eben, dass das Heck alleine lag, und da war uns völlig klar, was die Ursache war. Das Heck war abgebrochen, und es zeigt ja auch die Untersuchung, dass also das Flugzeug dann ohne Heck runtergefallen ist. Man hat dann doch sehr schnell die starken Hitzeerscheinungen in dem Heck gesehen, die unmöglich von der Treibstoffversorgung aus dem Zentrum des Flugzeuges stammen konnten, sodass eigentlich, denke ich mal, rechtzeitig klar war, die Heckbaugruppe ist die entscheidende Gruppe. Eindeutig sind die Spuren an den Wrackteilen. Ein Brand im Heck schon während des Fluges gilt als sicher. Doch wer oder was löste ihn aus? War es menschliches Versagen oder ein technischer Fehler? Voice-Recorder und Flugschreiber können keine ausreichende Auskunft geben. Sie sind schon nach wenigen Flugminuten ausgefallen. Aus Moskau trifft eine Delegation der Iljuschin-Werke ein. Von Anfang an versuchen die sowjetischen Experten, den Verdacht von ihrem Flugzeug abzulenken. Sie behaupten, die Besatzung sei schuld. Der Hersteller will verhindern, dass er belastet wird. Die Luftverkehrsgesellschaft genauso. Und wenn die Besatzung nicht mehr lebt, dann ist es sehr einfach, der Besatzung einen Vorwurf zu machen. Sie kann sich ja nicht verteidigen. Die Interflug steht massiv unter Druck. Die Luftfahrtexperten und Kriminalisten aus der DDR können aber bald ein Fehlverhalten der Besatzung ausschließen. Sicher ist, in diesem Raum, dem Gepäckraum 4, ist der Brand entstanden. Die sowjetische Seite vermutet einen Anschlag. Chefermittler Dr. Günther Petranek und seinem Kollektiv gelingt es, diese Version zu entkräften. Wir haben Spezialisten des Ministeriums für Staatssicherheit dabei gehabt, die sich um diese Terrorangelegenheiten gekümmert haben. Wir haben gemeinsam untersucht, haben festgestellt, dass es hier keinerlei Rückstände gab, die darauf deuten lassen, dass hier Zündsätze oder Sprengsätze zur Anwendung gelangt sind. Als Ursache wurde dann nach und nach auch, konzentrierten sich die Untersuchungen auf die Möglichkeit, dass Heißluft ausgetreten war aus dem Rohrsystem, sodass man nicht ausschließen konnte, dass eventuell auch elektrische Kabel in ihrer Isolierung beschädigt waren. Eine solche Zündquelle liegt im Bereich des Möglichen, weil von den Triebwerken hier im unteren Teil, also unterhalb der Bodenplatten dieses Gepäckraums, die sogenannten Klimaleitungen verlaufen, durch die Heißluft gedrückt wird. Diese Heißluft
Das sind nicht etwa bloß einige Milliliter oder Liter, die hier pro Sekunde durchgehen, sondern es handelt sich dabei um ca. 3.000 bis 4.000 Kilogramm Luft pro Stunde bei einem Druck von 7 Bar. Und das ist doch schon eine ganze Menge, wenn man dabei bedenkt, dass diese Heißluft, die hier ankommt, 300 Grad hat, kann dabei schon eine ganze Menge passieren. Nach mehreren Wochen akribischer Arbeit liegt der Untersuchungsbericht vor. Jetzt lässt sich der Todesflug der IL-62 lückenlos dokumentieren. Schon seit vielen Flugstunden ist die DMSEA eine fliegende Zeitbombe. Heiße Luft strömt aus einer undichten Rohrverbindung unmittelbar auf die daneben verlaufenden Kabelbäume ein. Die Isolierungen verschmoren, der Brand entsteht. Die Kabelverbindungen zu Flugschreiber und Voice-Recorder werden durchtrennt. Schließlich fällt auch die Steuerung der Heckflosse aus. Während des Rückfluges wird der Brand zum Höllenfeuer. Er durchschlägt die Bodenplatte. Die in diesem Raum gelagerten Kanister mit Enteisungsflüssigkeit explodieren. In dem Moment, wo also 20 Liter Ethylenglykol in diesem Behälter austreten und diese Luftzufuhr da ist, entsteht natürlich sofort ein loderner Brand. Das Magnesium und die Aluminiumlegierung haben angefangen zu zünden bzw. sind geschmolzen. Damit ist die Festigkeit dieses Teils geschwächt worden und durch die Belastung, die natürlich im Sinkflug eintritt, besonders natürlich hier hinten in dem Bereich durch das Leitwerk, hat sich dieses Teil abgetrennt und das hat den Absturz dann eingeleitet. Die sowjetische Seite, die ja das Flugzeug, es war eine sowjetische Maschine, eine sowjetische Konstruktion, die hat sich natürlich gewunden und hat sich also gesträubt zuzugeben, dass es ein technischer Fehler war. Die Untersuchungsergebnisse laufen endgültig auf eine Konfrontation mit dem mächtigen Flugzeughersteller Iljuschin hinaus. Die überlegene sowjetische Technik fehlerhaft? Die sowjetische Seite will davon nichts wissen. Mit einem Experiment versuchen die DDR-Ermittler ihre Thesen zu untermauern, dokumentiert vom Ministerium für Staatssicherheit. Die Kabelverbindungen im Gepäckraum 4 werden originalgetreu nachgebaut. Die Rekonstruktion ergibt nicht nur, dass die Kabel unzureichend isoliert sind, sie liegen im Flugzeug auch viel zu nahe an der Klimarohrleitung. Hier zum ersten Mal gezeigt, ist der Film der endgültige Beweis für einen Konstruktionsmangel bei der IL-62. Von sowjetischer Seite wurden eigentlich bis zum Ende Zweifel an dem Untersuchungsergebnis geäußert. Wir haben aber, so bin ich der Meinung, und das ist ja auch von der Generalstaatsanwaltschaft akzeptiert worden und von den Gerichten akzeptiert worden in der DDR, dass unsere Untersuchungsergebnisse schlüssig waren und eigentlich nicht widerlegt werden konnten. Die sowjetische Seite ist immer davon ausgegangen, dass äußere Einflüsse da waren. Wir haben dafür absolut keine Anhaltspunkte gefunden und haben faktisch uns in unserer Annahme bestätigt gefühlt durch die Spuren und Untersuchungsergebnisse, die wir getroffen haben. Die DDR-Luftfahrtbehörde geht auf Nummer sicher und verhängt ein Startverbot. Sämtliche IL-62-Maschinen der Interflug bleiben am Boden. Mehrere tausend Seiten Akten zur Absturzursache haben die DDR-Behörden unter strengster Geheimhaltung mittlerweile zusammengetragen. Im Ergebnis werden beim sowjetischen Hersteller konstruktive Veränderungen angemahnt. Die wichtigsten: Einbau von Brandmeldern, Schaffung einer Sichtverbindung zum Gepäckraum 4, Entwicklung einer Wartungs- und Prüftechnologie für die Heißluftanlage im Gepäckraum 4. Das Moskauer Konstruktionsbüro der Iljuschin-Werke unter Leitung von Gennadi Novoschilow führt eigene Experimente durch. In eine IL-62-Heckattrappe wird Heißluft eingeleitet. Brandauslösende Umstände, wie zum Beispiel Lichtbögen, werden jedoch einfach vernachlässigt. Die Antwort der sowjetischen Seite auf die DDR-Untersuchungsergebnisse fällt denkbar knapp aus. Auf einer Schreibmaschinenseite eine Zurückweisung ohne Angaben eigener Beweise.
Die Umstände erlauben es den sowjetischen Experten nicht, den Schlussfolgerungen der staatlichen Kommission der DDR zuzustimmen. Wir hatten uns der politischen Auswertung dieses Vorkommnisses einfach zu beugen. Wir haben unsere Meinung, unsere Ergebnisse, das kann ich wohl sagen, objektiv niedergelegt. Wir haben die Ursachen klar definiert. Die politische Führung musste dann entscheiden, was mit beiden Berichten gemacht werden sollte oder konnte. Nicht wir. Einen Konflikt mit den sowjetischen Genossen, das kam der politischen Führung der DDR immer ungelegen. Noch größer das Tabu, die ganze Wahrheit an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Auch bei zwei anderen IL-62-Maschinen der Interflug zeigen sich bereits Verschmorungen unterhalb des Fußbodens im Gepäckraum 4. Doch die Freundschaft zur Sowjetunion erweist sich schließlich als unverbrüchlich. Der Verkehrsminister empfiehlt dem Regierungschef Stillschweigen. Sehr geehrter Genosse Vorsitzender, eine Veröffentlichung der Ursachen der Entstehung und Ausbreitung des Brandes kann bei der Bevölkerung und bei internationalen Luftfahrtexperten zu falschen Schlussfolgerungen führen. Mit sozialistischem Gruß, Arndt. Wenige Tage nach der Katastrophe sind alle Spuren an der Absturzstelle beseitigt. Doch das Trauma bleibt. Bei den Anwohnern und bei den Angehörigen. Und von allen weiß niemand, was ist wirklich geschehen. Wochen, Monate danach kamen Angehörige, kamen Kinder, Jugendliche, die eben nur genau wissen wollten, wie ihre Eltern und so weiter hier umgekommen sind. Das war ein ganz schlimmer Teil dieser ganzen Katastrophe. Man konnte ja nicht helfen. Für mich wäre das schon sehr wichtig gewesen, darüber mehr zu erfahren. Denn nicht umsonst habe ich ja Wochen und Monate lang die Zeitungen verfolgt, aufmerksam, um möglichst da nochmal eine Information erhalten zu können über die wahren Gründe oder den wahren Grund des Absturzes. Das aber ist nicht erfolgt. Wovon die Bürger im Land auch nichts erfahren, nach der Katastrophe von Königs Wusterhausen rüsten die Iljuschin-Werke alle IL-62-Maschinen um. Im Gepäckraum 4 finden sich plötzlich eine Sichtverbindung zur Kabine, Brandmelder einschließlich einer Löscheinrichtung. Eine verbesserte Wartungstechnologie für den Bereich unterhalb des Fußbodens wird entwickelt. Ein Schuldeingeständnis, heimlich, still und leise. Ich habe zu einer späteren Zeit in Moskau auf dem Flughafen einen Vertreter des Ministeriums für Verkehrswesen getroffen, einen führenden Vertreter, der mir mitteilte, dass der Herr Novoschilow der Meinung sei, dass die Aussage, die damals durch die deutsche Seite vertreten wurde, richtig wäre. Friedhof Hoher Lehme. Auf einer Lichtung ist ein Gedenkstein für jene 72 Passagiere errichtet, die nach dem Absturz nicht mehr identifiziert werden konnten und hier begraben sind. Noch während die Untersuchungskommission ihre geheimen Berichte verfassen, findet an diesem Ort die Staatstrauerfeier statt. Die Trauerfeier des DDR-Ministerrats vor den mehr als 500 Angehörigen der Opfer der zweitgrößten Katastrophe in der Geschichte der internationalen Zivilluftfahrt fand am Nachmittag auf dem Waldfriedhof Wildau-Hoher Lehme in der Nähe der Absturzstelle statt. Die Feier, an der auch viele Bewohner aus der näheren Umgebung teilnahmen, begann mit der Verlesung der Namen der 148 tödlich verunglückten Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder. Walter, Assmann, Monika, Atanasov, Sigrid, Auerbach. Willi Stoff, der Vorsitzende des Ministerrats der DDR, wies in seiner Ansprache darauf hin, dass sich unter den Ferienreisenden viele Ehepaare befunden hatten. Voll Ergriffenheit denken wir in dieser Stunde auch daran, dass sich unter den Opfern Ehepaare befinden, die der Tod
ihren Kindern entrissen hat? Es wurde mir vorgeschrieben, ich durfte 5 Personen mit zur Beisetzung bringen und ich durfte ein Blumengebinde benutzen oder geben, mehr nicht. Und ich durfte auch dieses Blumengebinde nicht alleine bezahlen. Das wurde also alles von Staats wegen geregelt. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe dann danach für das Geld, was der Kranz gekostet hätte, einfach solche Solidaritätsmarken gekauft. Ne? Einfach um das für mich, das waren meine Eltern und das waren meine Gefühle, die ich dort zum Ausdruck bringen wollte. Fahnenträger der Volksarmee traten zum Abschluss des einstündigen Trauerakts zum Fahnengruß vor die Särge, während das Orchester der Volkspolizei den Trauermarsch von Beethoven und die Nationalhymne der DDR intonierte. Ich weiß noch, dass ich bis zur Beisetzung überhaupt nicht geweint habe. Und dass während des Beisetzungsaktes ein Arzt an meiner Seite war. Und ja, ich weiß, ich hatte dann durchgebissene Lippen. Aber ich konnte nicht weinen. Ich war dann auch später in der Klinik. Und naja, dann hat sich das gegeben. Also ich konnte das nicht verarbeiten, so wie es vielleicht andere Menschen verarbeitet haben. Ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme bekunden die politischen Führer persönlich. Erich Honecker selbst ist der Unterzeichner der Beileidstelegramme. Mehr Mitteilungen als diesen bedauernden Standardtext erhalten die Hinterbliebenen nicht. Ich glaube, die Angehörigen, die haben ein Recht darauf zu erfahren, wie es war, egal, ob da irgendwo politische Zusammenarbeit ist oder nicht. Das gehört sich einfach. Das hätte 25 Jahre eher schon veröffentlicht werden können. Denn die Wahrheit ist ja eigentlich das Wichtigste zum Schluss. Für 13 Millionen Mark muss sich die DDR in den Iljuschin-Werken ein Ersatzexemplar für die DMSEA kaufen. Die Sowjetunion ist der einzige Flugzeughersteller in Osteuropa. Über ein Jahr nach der Katastrophe entscheidet die politische Führung endgültig über den Umgang mit den 2 Untersuchungsberichten. Der Volkskammerchef an den Parteichef. Anbei das sowjetische Gutachten über den Flugzeugabsturz. Es widerspricht unseren Experten, gibt aber keine Ursachen an. Ich schlage vor, die Sache ruhen zu lassen. Einverstanden. Erich Honecker. Austreten und diese Luftzufuhr da ist, entsteht natürlich sofort ein loderner Brand. Das Magnesium und die Aluminiumlegierung haben angefangen zu zünden, beziehungsweise sind geschmolzen. Damit ist die Festigkeit dieses Teils geschwächt worden und durch die Belastung, die natürlich im Sinkflug eintritt, besonders natürlich hier hinten in dem Bereich durch das Leitwerk, hat sich dieses Teil abgetrennt und das hat den Absturz dann eingeleitet. Die sowjetische Seite, die ja das Flugzeug, es war eine sowjetische Maschine, eine sowjetische Konstruktion, die hat sich natürlich gewunden und hat sich also gesträubt zuzugeben, dass es ein technischer Fehler war. Die Untersuchungsergebnisse laufen endgültig auf eine Konfrontation mit dem mächtigen Flugzeughersteller Iljuschin hinaus. Die überlegene sowjetische Technik fehlerhaft, die sowjetische Seite will davon nichts wissen. Mit einem Experiment versuchen die DDR-Ermittler, ihre Thesen zu untermauern, dokumentiert vom Ministerium für Staatssicherheit. Die Kabelverbindungen im Gepäckraum 4 werden originalgetreu nachgebaut.
Die Rekonstruktion ergibt nicht nur, dass die Kabel unzureichend isoliert sind, sie liegen im Flugzeug auch viel zu nah an der Klimarohrleitung. Hier zum ersten Mal gezeigt, ist der Film der endgültige Beweis für einen Konstruktionsmangel bei der IL-62. Von sowjetischer Seite wurden eigentlich bis zum Ende Zweifel an dem Untersuchungsergebnis geäußert. Wir haben aber, so bin ich der Meinung, und das ist ja auch von der Generalstaatsanwaltschaft akzeptiert worden und von den Gerichten akzeptiert worden in der DDR, dass unsere Untersuchungsergebnisse schlüssig waren und eigentlich nicht widerlegt werden konnten. Die sowjetische Seite ist immer davon ausgegangen, dass äußere Einflüsse da waren. Wir haben dafür absolut keine Anhaltspunkte gefunden und haben faktisch uns in unserer Annahme bestätigt gefühlt durch die Spuren und Untersuchungsergebnisse, die wir getroffen haben. Die DDR-Luftfahrtbehörde geht auf Nummer sicher und verhängt ein Startverbot. Sämtliche IL-62-Maschinen der Interflug bleiben am Boden. Mehrere tausend Seiten Akten zur Absturzursache haben die DDR-Behörden unter strengster Geheimhaltung mittlerweile zusammengetragen. Im Ergebnis werden beim sowjetischen Hersteller konstruktive Veränderungen angemahnt. Die wichtigsten: Einbau von Brandmeldern, Schaffung einer Sichtverbindung zum Gepäckraum 4, Entwicklung einer Wartungs- und Prüftechnologie für die Heißluftanlage im Gepäckraum 4. Das Moskauer Konstruktionsbüro der Iljuschin-Werke unter Leitung von Gennadi Novoschilow führt eigene Experimente durch. In eine IL-62-Heckattrappe wird Heißluft eingeleitet. Brandauslösende Umstände, wie zum Beispiel Lichtbögen, werden jedoch einfach vernachlässigt. Die Antwort der sowjetischen Seite auf die DDR-Untersuchungsergebnisse fällt denkbar knapp aus. Auf einer Schreibmaschinenseite eine Zurückweisung, ohne Angaben eigener Beweise. Die Umstände erlauben es den sowjetischen Experten nicht, den Schlussfolgerungen der staatlichen Kommission der DDR zuzustimmen. Wir hatten uns der politischen Auswertung dieses Vorkommnisses einfach zu beugen. Wir haben unsere Meinung, unsere Ergebnisse, das kann ich wohl sagen, objektiv niedergelegt. Wir haben die Ursachen klar definiert. Die politische Führung musste dann entscheiden, was mit beiden Berichten gemacht werden sollte oder konnte. Nicht wir. Einen Konflikt mit den sowjetischen Genossen, das kam der politischen Führung der DDR immer ungelegen. Noch größer das Tabu, die ganze Wahrheit an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Auch bei zwei anderen IL-62-Maschinen der Interflug zeigen sich bereits Verschmorungen unterhalb des Fußbodens im Gepäckraum 4. Doch die Freundschaft zur Sowjetunion erweist sich schließlich als unverbrüchlich. Der Verkehrsminister empfiehlt dem Regierungschef Stillschweigen. Sehr geehrter Genosse Vorsitzender, eine Veröffentlichung der Ursachen der Entstehung und Ausbreitung des Brandes kann bei der Bevölkerung und bei internationalen Luftfahrtexperten zu falschen Schlussfolgerungen führen. Mit sozialistischem Gruß, Arndt. Wenige Tage nach der Katastrophe sind alle Spuren an der Absturzstelle beseitigt. Doch das Trauma bleibt bei den Anwohnern und bei den Angehörigen. Und von allen weiß niemand, was ist wirklich geschehen. Wochen, Monate danach kamen Angehörige, kamen Kinder, Jugendliche, die eben nur genau wissen wollten, wie ihre Eltern und so weiter hier umgekommen sind. Das war ein ganz schlimmer Teil dieser ganzen Katastrophe. Man konnte ja nicht helfen. Für mich wäre das schon sehr wichtig gewesen, darüber mehr zu erfahren. Denn nicht umsonst habe ich ja Wochen und Monate lang die Zeitungen verfolgt, aufmerksam, um möglichst dann nochmal eine Information erhalten zu können über die wahren Gründe oder den wahren Grund des Absturzes. Das aber ist nicht erfolgt. Wovon die Bürger im Land auch nichts erfahren,
Nach der Katastrophe von Königs Wusterhausen rüsten die Iljuschin-Werke alle IL-62-Maschinen um. Im Gepäckraum 4 finden sich plötzlich eine Sichtverbindung zur Kabine, Brandmelder einschließlich einer Löscheinrichtung, eine verbesserte Wartungstechnologie für den Bereich unterhalb des Fußbodens wird entwickelt. Ein Schuldeingeständnis, heimlich, still und leise. Ich habe zu einer späteren Zeit in Moskau auf dem Flughafen einen Vertreter des Ministeriums für Verkehrswesen getroffen, einen führenden Vertreter, der mir mitteilte, dass der Herr Novoschilow der Meinung sei, dass die Aussage, die damals durch die deutsche Seite vertreten wurde, richtig wäre. Friedhof Hoher Lehme. Auf einer Lichtung ist ein Gedenkstein für jene 72 Passagiere errichtet, die nach dem Absturz nicht mehr identifiziert werden konnten und hier begraben sind. Noch während die Untersuchungskommission ihre geheimen Berichte verfassen, findet an diesem Ort die Staatstrauerfeier statt. Die Trauerfeier des DDR-Ministerrats vor den mehr als 500 Angehörigen der Opfer der zweitgrößten Katastrophe in der Geschichte der internationalen Zivilluftfahrt fand am Nachmittag auf dem Waldfriedhof Wildau-Hoher Lehme in der Nähe der Absturzstelle statt. Die Feier, an der auch viele Bewohner aus der näheren... ...war sehr gut und wir wussten immer, aha, die Besatzung sitzt da vorne, uns kann nichts passieren. Noch lässt sich das Flugzeug lenken und in der Höhe halten. Die Fluggäste merken nichts von Problemen im Cockpit. In der Kabine steigt die Urlaubsstimmung. Was keiner an Bord wissen kann, schon zu diesem Zeitpunkt ereignen sich fatale Dinge, und zwar ganz im Heck der Maschine. In einem Ablageraum außerhalb der Druckkabine nimmt unterhalb des Fußbodens das Unheil seinen Lauf. Kurzschlüsse erzeugen Lichtbögen, Steuerleitungen werden durchtrennt, auch jene, die die Heckflosse bewegen. Ihr Ausfall ist das Einzige, was von der Besatzung festgestellt werden kann. Der Kapitän steht vor einer schwierigen Entscheidung. Wenn ich unmittelbar nach dem Start den Ausfall eines relativ wichtigen Geräts habe, dann werde ich immer wieder zu dem Startflughafen, wo meine Heimatbasis ist, wo ich die technische Basis habe, wo die Maschine wieder ordnungsgemäß instand gesetzt werden kann, zurückkehren. Es ist 16.46 Uhr. Kommandant Heinz Pfaff entscheidet sich zur Umkehr. Kurz vor Hoyerswerda fliegt die DMSEA eine 180-Grad-Kurve. Jetzt bemerken auch die Passagiere, dass irgendetwas nicht stimmt. Rückflug aufgrund technischer Probleme. Vielen Urlaubern wird klar, dass sie den Zielflughafen Burgas an diesem Tag so schnell nicht zu sehen bekommen werden. Man muss beruhigen. Versuchen, mit dem Passagier ganz normal zu sprechen, als wäre es das Normalste der Welt. Versuchen Sie abzulenken. Sagen, schauen Sie mal aus dem Fenster, wie schön es da unten aussieht. Oder irgendwie sich mit Ihnen zu unterhalten. Ablenken einfach. Als wäre es ganz normal alles. Ganz bewusst an diesem Tag guckte ich hoch und lauschte auf Motorengeräusche und konnte mir etwa ausrechnen, dass die Maschine nach etwa 20, 25 Minuten Hoyerswerda passieren müsste. Aber es blieb still an diesem Tage. 16.47 Uhr. Die Funkleitstelle Cottbus weist der DMSEA einen neuen Kurs zu. Hallo? Die Maschine fliegt zurück nach Schönefeld. Aus der Sicht des Piloten Heinz Pfaff ist die Situation zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle. Eine defekte Heckflosse. Im internationalen Luftverkehr kein Grund für eine sofortige Notlandung. War es vernünftig, wieder nach Berlin-Schönefeld zurückzukehren? Es hätten in der Nähe gelegen der Flughafen der damaligen NVA Cottbus und Dresden. Die Rechnungen zeigen aber, dass dadurch gar nichts verbessert worden wäre, vom Zeitmaßstab her gesehen. Sie müssen, der Besatzung war es ja zu diesem Zeitpunkt nicht klar, dass sozusagen im Laufe des Sinkfluges und des Rückfluges sich die Situation so krass verschlechtern konnte. In den Minuten des Rückfluges entscheidet sich das Schicksal der DMSEA. Aus den Kurzschlüssen unterhalb der Bodenplatte im Gepäckraum 4 wird ein lodernder Brand.
Da in diesem Raum keine Brandsignalisation war, hatte die Besatzung natürlich auch keine Kenntnis davon, dass es dort hinten brennt. Auch in Schönefeld ahnt niemand etwas von der brenzligen Situation. Der laufende Flugbetrieb wird nicht unterbrochen, die Feuerwehren nicht alarmiert. Wir erwarteten einen normalen Anflug und auch eine normale Landung. Und wir haben uns auf eine Notsituation in dem Moment noch nicht eingestellt gehabt. Handlungsbedarf entsteht allein durch die Überlast der DMSEA. Zu viel Treibstoff, ein Routineproblem. Er erhielt von uns die Aufgabe, südlich von Königs Wusterhausen in der hier vorgesehene Zone den Treibstoff abzulassen, um das notwendige Landegewicht zu erreichen. 16.56 Uhr. Über der Gemeinde Rangsdorf beginnt die Crew mit dem Schnellablass von 5 Tonnen Kerosin. Düsen an den Tragflächenenden versprühen das Flugbenzin. Kurze Zeit später meldet er, dass die Maschine einen Flugzustand hat, der nicht mehr definierbar ist. Schwierigkeiten in der Lenkung des Luftfahrzeuges. 16.58 Uhr. Die DMSEA verliert dramatisch an Höhe. Sie nähert sich Königs Wusterhausen. Bis heute ist nicht nur hier die Version verbreitet. Die Maschine sei in diesem Moment in die eigene Kerosinwolke geflogen und explodiert. Das ist absolute Kokolores. Weil wenn da, was damals so gerüchteweise aufgebracht wurde und so laienhaft von Leuten, die weder physikalisches Verständnis noch irgendwelch anderes technisches Verständnis haben, dann ist das hohnschreiend, dann müsste das so oft passieren. Da Kraftstoff ablassen in der Luft, in Notsituationen, ein gängiges Verfahren ist. Und ich persönlich habe selbst mit dieser Maschine auch schon 20 Tonnen Kraftstoff abgelassen im Raum Berlin. Nicht die Triebwerke, sondern Kanister mit Enteisungsflüssigkeit explodieren im Gepäckraum 4. Der Brand im Heck nimmt verheerende Ausmaße an. Die Maschine überfliegt das Stadtgebiet von Königs Wusterhausen. Die Lage im Cockpit ist verzweifelt. Das Flugzeug ist nicht mehr auf Höhe zu halten. Alle Steuerinstrumente versagen ihren Dienst. Kurz darauf bekamen wir das internationale Notzeichen. Mede, Mede, Mede. Das heißt, das äußerste Notzeichen in der Luftfahrt, dass die Maschine in Gefahr ist und sich nicht mehr halten kann. Wenn jetzt plötzlich festgestellt wird, die Maschine lässt sich nicht mehr halten, dann ist der erste Gedanke, mein Gott, was kann ich machen, um die Maschine erstmal in der Luft zu halten, dass sie nicht runtergeht. Und in dem Moment sind das dann, das sind Reflexe, die der Flieger dann einfach hat, indem er dann alles, er weiß, Geschwindigkeit ist das halbe Leben, also indem er erstmal Gas gibt. Die letzte Verzweiflungstat des Piloten kann das Flugzeug mit 156 Menschen an Bord nur noch über den Bahnhof retten. Was danach geschieht, ist eine Frage von Sekunden. Das ist das Schlimmste, was in einer Besatzung passieren kann, wenn man plötzlich feststellt, man sitzt ohnmächtig im Cockpit, man kann nichts mehr machen. Wenn man sieht, hier bricht was ab, da ist das Feuer. In dem Moment, ich sage ja immer, wir kannten uns alle sehr gut. In dem Moment, sie würden auch versuchen, zu ihrer Frau zu kommen. Und so war es so, dass die 5 Stewardessen sich auf jeden Fall alle erstmal in der Küche getroffen haben. Nach dem Motto, es ist sowieso vorbei, aber wir sind wenigstens noch zusammen hier. In dem Moment gehe ich mal davon aus, dass die Maschine, dass die Menschen alle in Ohnmacht fallen und dann nichts mehr wahrnehmen. Anwohner und Urlauber rund um Königs Wusterhausen werden aufgeschreckt von aufjaulenden Triebwerken und berstenden Geräuschen. In dem Moment habe ich mich umgeschaut und sah dann oben ein Leitwerk. Montag, 14. August 1972. Königs Wusterhausen bei Berlin. Ein schwül heißer Sommertag. Kurz vor 17 Uhr nähert sich eine EL-62 der DDR-Fluggesellschaft Interflug der Stadt. Über dem Bahnhof gerät das Flugzeug außer Kontrolle. Wir haben am Kaffeetisch gesessen und hörten dieses kreischende Geräusch.
Und unser Bekannter, die zu Besuch waren, der sagte bloß, die kommt runter. Und in dem Moment sahen wir schon einen Teil der Maschine auf uns drauf zukommen, vorne das Cockpit. Und das ging dann hier in der Wiese runter, vielleicht so 150 Meter von unserem Kaffeetisch entfernt. Und dann war eben diese Totenstille. Bis auf den letzten Platz ist das Flugzeug besetzt gewesen. 148 Urlauber und 8 Besatzungsmitglieder stürzen mit in die Tiefe. Unter den Opfern auch die Mutter von Werner Arlt. Es kam nie etwas. Es kam zwar Beileidsbekundung von Honecker und ähnlichen Leuten, aber hätten sie uns auch mal berichtet, wie es nun wesentlich war, nicht? Das haben wir überhaupt nicht erfahren. Sie hatte die Reise eigentlich noch nachträglich bekommen, weil kein Platz frei war. Und ein Arzt in Spanberg war zurückgetreten. Ja, und dann hatte sie eigentlich das Glück, für diesen Platz praktisch bezahlen zu können oder reisen zu können nach Bulgarien. Aber aus dem Glück, da wurde eben leider ein Unglück. 22. April 1970. Ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Interflug. Die erste IL-62 ist vom sowjetischen Hersteller eingetroffen. Das moderne Langstreckenflugzeug soll der ganze Stolz der Flotte werden. Als erstes Exemplar erhält es den Namen DMSEA. Es ist das spätere Unglücksflugzeug. An diesem Tag wird es bewundert und gefeiert. Die Funktionäre der Luftfahrt beider Bruderländer beglückwünschen sich. Wieder ist wissenschaftlich-technischer Fortschritt messbar geworden. Wieder zeigt sich die Überlegenheit gegenseitiger Wirtschaftshilfe. Die Maschine, die lag in der Luft wie ein Brett. Da, wo man heute mit moderneren Flugzeugen bei leichten Turbulenzen, die schon spürbar zu merken bekommt, lag die Maschine noch wie ein Brett, hat sich nicht gerührt. Und die Maschine war, also aus meiner Erfahrung her, ein absolut sicheres Verkehrsflugzeug. Auch sehr robust, hat einiges vertragen. Und ich habe sie unheimlich gern geflogen. Wenige Minuten verbleiben noch bis zum Abflug, deshalb zunächst Interflug im Telegrammstil. Auf fast 1000 internationale Ferienflüge kommt die Interflug in diesem Sommer, unter anderem nach Moskau, Leningrad, Kiew, Budapest, Sofia, Varna. Einsatz neuester sowjetischer Typen wie dieser schnellen TU-134, Ergebnis engster Zusammenarbeit unserer Länder. Zuverlässige sowjetische Maschinen machen die Interflug auf rund 45.000 Kilometer Streckennetz zu einer der sichersten Fluggesellschaften der Welt. Meine Eltern sind gegen Mittag von Cottbus losgefahren. Das heißt, mein Mann hatte sie im Auto nach Schönefeld gebracht und die beiden Jungen waren noch dabei. Die ersten Passagiere sind am 14. August 1972 schon am frühen Nachmittag in Schönefeld. Vorfreude auf den Urlaub. Ihr Flug geht nach Burgas. Die DMSEA kommt zu diesem Zeitpunkt aus Moskau zurück. Besatzung und Techniker melden volle technische Einsatzbereitschaft. 15.30 Uhr Einchecken der Bulgarien-Urlauber. Glückliche Besitzer einer Reisebüroreise ans Schwarze Meer. Die 148 Passagiere stammen vor allem aus den DDR-Bezirken Dresden, Cottbus und Berlin. Unter ihnen 40 Ehepaare und 3 Kinder und auch die Mutter von Michael Weidner. Das war eine Urlaubsreise für 14 Tage nach Nessebar. Dort wollte sie sich mit ihrer Schwester aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland treffen. Zu diesem Treffen ist es allerdings dann nicht mehr gekommen. Else und Erich Voss aus Cottbus senden kurz vor Abreise noch einen Postkartengruß an ihre Enkeltochter. Die Postkarte ist von meinen Eltern in Schönefeld geschrieben worden, in den Kasten geworfen worden, drückt so viel Freude auf den kommenden Urlaub aus. Und ja, kam an, als sie schon tot waren. Der 1541. Start der DMSEA, ein Bilderbuchstart.
Um 16.30 Uhr startete die Maschine, ging auf 1200 Meter Flughöhe und wurde da zum Anflugkontrolldienst übergeben. Damit hat sich für uns die Aufgabe erledigt gehabt. Mit 46.000 Litern Kerosin in den Tanks bringen die vier Triebwerke das Flugzeug in die vorgeschriebene Reiseflughöhe. Die erfahrene Crew um den Kommandanten Heinz Pfaff erwartet einen normalen Flugverlauf. Über Bordfunk stimmt der Kapitän die Passagiere ein. Kurs Richtung Süden über Dresden und Prag. In 2 Stunden pünktliche Landung in Burgas. Plötzlich um 16.43 Uhr bemerkt der Pilot Schwierigkeiten mit dem Heckleitwerk. Die große Querflosse lässt sich nicht mehr bewegen. Sie dient zur Stabilisierung der Fluglage. Mindestens im Cockpit beginnen natürlich Spekulationen, dass es selbstverständlich, was könnte es denn sein? Und diese Situation ist natürlich psychologisch, also eine furchtbare Situation. Während im Cockpit das Rätselraten über die Ursache des Defektes beginnt, überfliegt das Flugzeug die Heimatorte vieler Passagiere. Gegen 4:45 etwa muss es gewesen sein, haben wir die Maschine vorbeifliegen sehen. Sie ist ja dann die Fluglinie von Berlin Richtung Dresden. Wir haben sie vorbeifliegen sehen und waren eigentlich froh, dass alles so gut geklappt hat, nicht? 16.45 Uhr, da wird so gewesen sein, ungefähr 10 Minuten nach dem Start. Da haben wir ungefähr die Höhe, wo wir sozusagen nicht mehr bergsteigen müssen in der Maschine, wo wir so ungefähr schon wissen, jetzt können wir halbwegs geradeaus. Da fängt man an, wir bereiten uns, sie werden wahrscheinlich gerade dabei gewesen sein, das Essen hervorzuholen, die Container, die alle verzurrt waren, zu entzurren, den Kaffee anzuheizen, die Kaffeecontainer, dass das alles schon erstmal da ist, die Tabletten schon zurechtzurücken, vielleicht auch sogar schon die Getränke rauszuholen. Wir hatten vor allen Dingen auch Vertrauen zu unseren Besatzungen, zu unseren männlichen, von den Cockpitmitgliedern. Wir kannten auch diese. Was wie so ein Schmetterling, wie so ein Falter vom Himmel fiel. Wir haben ja mal gerufen. Die Maschine. Und haben keine Antwort erhalten. Das heißt, dass die Maschine unkontrolliert irgendwo zum Absturz gekommen ist. Und plötzlich löste sich das Heck der Maschine und fast in der gleichen Sekunde vorne das Cockpit. Wobei ich mich dann nur noch auf das Cockpit konzentrierte, da es mit den Fenstern eine trudelnde Bewegung in meine Richtung machte. Genau eine halbe Stunde nach dem Start stürzt die DMSEA in ein Feld, nur wenige Meter hinter dem Bahnhof Königs Wusterhausen. Wie das Flugzeug abgestürzt war, musste ich ja wieder den Weg zurückschwimmen. Ich bin da von panischer Angst getrieben worden, weil ich dachte, jetzt kommen schon die ersten Leichen angetrieben. Und Flugzeugteile war es ja wirklich eine Katastrophe war. Es war katastrophal. Wenn man so einen Notruf von einer Besatzung hört, die man kennt. Wir waren eine große Familie. Die Besatzung, die Stewardessen. Wir kannten uns alle, weil wir eine große Familie waren in der Interflug. So, dass man heute auch nicht ganz unberührt ist. Und damals war für uns ein Schock. In Berlin löst die Leitstelle des Innenministeriums Katastrophenalarm aus. Alle verfügbaren Rettungskräfte eilen nach Königs Wusterhausen. In den Krankenhäusern wird die Notaufnahme von Verletzten vorbereitet. Noch weiß niemand, wie es wirklich an der Unfallstelle aussieht. Auf einmal waren so viele Feuerwehren hier, dass eben gar kein Durchkommen mehr war. Und dann kamen die Menschen alle rüber, übers Grundstück, die vielleicht helfen wollten, ja, aber nicht konnten mehr, denn es war alles still. So, und dann haben wir die ersten Leichen dann erstmal zugedeckt, damit denn der Anblick war ja doch recht schrecklich.
Da sind Sie dann rausgegangen und dann lagen die Menschen hier? Oder? Wir brauchten gar nicht rausgehen. Die lagen vor unserer Einfahrt. Die lagen dort drüben am Baum. Die lagen dort an der Durchfahrt. Es war schon schrecklich, die Anblicke. Ja, es waren nur Teile, sagen wir mal. Für die Insassen gab es nicht den Hauch einer Überlebenschance. Die medizinische Untersuchung wird ergeben, dass sie den Absturz bis zum Aufprall miterleben mussten. Also wenn Sie das gesehen hätten, wie die Maschine aufgeknallt ist und was da so ein Feuerball war, es sind ja auch noch Stücken durch die Luft geflogen. Ja, wenn ich daran denke, dass die ganze Kabine, also wo die ganze Küche, kann man so sagen, wo die ganzen Stewardessen, die waren ja auf dem Feld, waren die alle in dieser Küche drin. Und das Cockpit ist ja in die Wiese gestürzt, wo der Pilot, der Heinz Paff, mit seinem Navigator und die Crew da drin gesessen hat. Und der klebte förmlich mit dem Kopf auf das Armaturenbrett. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr haben alles abgesucht. Wir haben dann noch Leichen gefunden, etwa um die 20, 22, können auch 25 gewesen sein. Genau die Zahl habe ich nicht mehr im Kopf. Sie haben wir dann hier drüben am Weg schön sauber abgelegt und zugedeckt, damit sie erst mal den öffentlichen Blicken, es war ja noch nicht gleich eine Absperrung hier, entzogen wurden. Polizei und Nationale Volksarmee sperren die Unglücksstelle weiträumig ab. Keine Information soll unkontrolliert nach außen dringen. Sofort wird eine Kommission gebildet, die das Unglück untersuchen soll. Spuren werden gesichert. Danach kamen Mannschaftswagen von der Armee. Und dann stiegen die jungen Soldaten aus und die mussten dann mit Fähnchen überall in der Hand. Und die mussten dann über die Wiese in so einer Kette laufen und mussten dann da, wo sie was gefunden hatten, ein Fähnchen stecken. Und dann war die ganze Wiese voller Fähnchen hier. Auf dem Feld, hier auch alles noch von, da waren manchmal Koffer, wo noch die Sonnenhüte oben festgemacht waren, weil sie ja in Urlaub fliegen wollten. Beim Armbrot hörte ich gewohnheitsgemäß Nachrichten. Und in diesen Nachrichten wurde eine Mitteilung gesprochen über den Absturz einer Chartermaschine nach Bulgarien. Und da sagte ich zu meiner Frau, um Gottes Willen, das ist doch nicht etwa, hier ist doch nicht etwa die Mutter dabei. Daraufhin ging ich ans Telefon und rief in Schönefeld an und fragte konkret nach diesem Flugzeug. Mir war bekannt, dass das Flugzeug um 16 Uhr starten sollte, eine Chartermaschine nach Burgas. Und man bestätigte mir, dass es sich um diese Maschine handelt. Ich fragte auch noch, besteht die Möglichkeit, dass da eventuell eine zweite Maschine geflogen sei. Also ich suchte nach Hoffnung. Und man verneinte das und sagte, nein, es handelt sich ausschließlich um diese eine Maschine. Und man verwandte mich dann weiter zu einer sicherlich inzwischen gebildeten Kommission. Die erfragten sich meine Personalien und sagten mir aber am Telefon nicht, dass meine Mutter da im Flugzeug mit sei. Diese Nachricht erhielt ich dann in der darauffolgenden Nacht gegen 2 Uhr, klingelte der Bürgermeister von Hoyerswerda an meiner Wohnungstür und da wusste ich dann Bescheid. Ich habe in meiner Tätigkeit seinerzeit als Berufsfeuerwehrmann viele und schwere Einsätze, angefangen von Eisenbahn, Straßen und Katastropheneinsatz im Hochwasser. Aber doch dieser Einsatz hat alles übertroffen, zumindest an menschlichem Leid. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Tage noch nach dem vollendeten Einsatz hier, wenn ich mal eine Musestunde hatte und vor dem Fernseher gesehen habe, dass mal ein Flugzeug gelandet oder gestartet ist, bin ich aus meinem Wohnzimmer gegangen. Der Flugzeugabsturz von Königs Wusterhausen ist eine der schwersten Katastrophen in der Geschichte der DDR. Anteilnahme mit den Hinterbliebenen. Nicht nur in der Bevölkerung ist sie groß, auch der Staat zeigt sich schockiert und verspricht die Aufklärung der Ursachen.
Doch von der Arbeit der Untersuchungskommission dringt nichts nach außen. Auch die Angehörigen bleiben im Ungewissen. Mein Bruder hatte mal über irgendeine Westzeitung einen Ausschnitt bekommen von Verwandtschaft. Das war die einzige Erklärung, die wir hatten. Tod durch extreme Windstille. Kurz nach dem Absturz meldet der Spiegel Tod durch extreme Windstille. In einem Artikel wird zum ersten Mal die Version der durchflogenen Kerosinwolke kolportiert. Eine Absturzursache, die den Schuldverdacht auf die Besatzung lenkt. Da wussten wir wenigstens etwas, aber wir wussten nie, ob so stattgefunden hat. Der Staat hat uns niemals eine Erklärung gegeben. Es ist ja auch krass drüber gewachsen im Laufe der Jahre. Ich weiß nicht, wie viel es noch Angehörige geben wird. Aber das war das, wo wir immer gedacht haben, das wird es gewesen sein. Die Version von der durchflogenen Kerosinwolke setzt voraus, dass sich der Treibstoff an den Triebwerken entzündet hat. Die Turbinen wären dann in der Luft explodiert oder zumindest in Brand geraten. Experten an der Absturzstelle finden aber keinerlei Hinweise auf einen solchen Unfallhergang. Bei einem Brand im Fluge sind an der Triebwerksverkleidung in Flugrichtung schwarze Streifen zu sehen, also Rußstreifen. Und wenn es durchgebrannt ist, auch noch Metallperlen, die sich dort niederschlagen. Das war an keiner Triebwerksverkleidung der Fall. Am nächsten Tag hörte ich schon solche Gerüchte, die Maschine wäre in die eigene Kraftstofffolge geflogen und all solchen Unsinn, der damals verbreitet wurde. Und ich habe, wo ich nur konnte, habe ich mich dagegen gestellt und habe dringend geraten, die Berichte erstmal abzuwarten, die Untersuchungsberichte abzuwarten. War denn diese Version, sage ich mal, war denn die damals überhaupt irgendwie ein Thema der Untersuchung? Oder? Überhaupt nicht. Denn es stand fest, der Flugweg war ein anderer und die Triebwerke haben gearbeitet ordnungsgemäß bis zum Aufschlag. Nicht dementierte Meldungen westdeutscher Zeitungen auf der einen, Mundpropaganda auf der anderen Seite lassen breiten Raum für Gerüchte über die Absturzursache. Die DDR-Medien verhalten sich konform zu ihrem Staat. Kein Wort zu viel und den Gesprächspartnern nicht zu nahe kommen. Die Aktuelle Kamera berichtet zwei Tage nach der Katastrophe. Jeder Satz, die Fragen des Reporters und die Antworten des Verkehrsministers vorab von der Regierung genehmigt. Seit Montagabend, unmittelbar nach dem tragischen Flugzeugunglück hier bei Königs Wusterhausen, leisten zahlreiche Bürger unseres Landes gemeinsam mit den Mitgliedern der Regierungskommission sehr schwere Arbeit. Der ADN-Korrespondent Ralf Bergemann hat Gelegenheit, hier am Ort mit dem Leiter der Regierungskommission, Ministergenossen Otto Arndt, zu sprechen. Genosse Minister, es ist eine sehr schmerzliche journalistische Pflicht, die wir hier zu erfüllen haben an dieser Stätte, wo vor 48 Stunden eine IL-62 der Interflug abgestürzt ist. Wir wissen aus Berichten von ähnlichen Katastrophen in der Welt, dass die Suche nach den Ursachen sehr schwierig, sehr kompliziert ist. Was können Sie jetzt 48 Stunden nach dem Unglück schon dazu sagen? Es ist natürlich so, wie Sie sagen, dass die Frage kompliziert ist. Wir haben sofort nach Bildung der Regierungskommission Spezialistengruppen zusammengestellt, die auch pausenlos untersuchen, alle Beweisstücke sichern, alle Unterlagen zusammentragen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass trotz angestrengter Arbeit zum gegenwärtigen Stand der Untersuchung ich noch keine Angaben über die vermutliche Ursache dieser Katastrophe machen kann. Für mich war es interessant, als ich das erste Mal raus war, eben, dass das Heck alleine lag und da war uns völlig klar, was die Ursache war. Das Heck war abgebrochen und es zeigt ja auch die Untersuchung, dass also das Flugzeug dann ohne Heck runtergefallen ist. Man hat dann doch sehr schnell die starken Hitzeerscheinungen in dem Heck gesehen, die unmöglich von der Treibstoffversorgung aus dem Zentrum des Flugzeuges stammen konnten. Sodass eigentlich, denke ich mal, rechtzeitig klar war, die Heckbaugruppe ist die entscheidende Gruppe. Eindeutig sind die Spuren an den Wrackteilen. Ein Brand im Heck schon während des Fluges gilt als sicher. Doch wer oder was löste ihn aus? War es menschliches Versagen oder ein technischer Fehler? Voice-Recorder und Flugschreiber können keine ausreichende Auskunft geben. Sie sind schon nach wenigen Flugminuten ausgefallen. Aus Moskau trifft eine Delegation der Iljuschin-Werke ein.
Von Anfang an versuchen die sowjetischen Experten, den Verdacht von ihrem Flugzeug abzulenken. Sie behaupten, die Besatzung sei schuld. Der Hersteller will verhindern, dass er belastet wird, die Luftverkehrsgesellschaft genauso. Und wenn die Besatzung nicht mehr lebt, dann ist es sehr einfach, der Besatzung einen Vorwurf zu machen. Sie kann sich ja nicht verteidigen. Die Interflug steht massiv unter Druck. Die Luftfahrtexperten und Kriminalisten aus der DDR können aber bald ein Fehlverhalten der Besatzung ausschließen. Sicher ist, in diesem Raum, dem Gepäckraum 4, ist der Brand entstanden. Die sowjetische Seite vermutet einen Anschlag. Chefermittler Dr. Günther Petranek und seinem Kollektiv gelingt es, diese Version zu entkräften. Wir haben Spezialisten des Ministeriums für Staatssicherheit dabei gehabt, die sich um diese Terrorangelegenheiten gekümmert haben. Wir haben gemeinsam untersucht, haben festgestellt, dass es hier keinerlei Rückstände gab, die darauf deuten lassen, dass hier Zündsätze oder Sprengsätze zur Anwendung gelangt sind. Als Ursache wurde dann nach und nach auch, konzentrierten sich die Untersuchungen auf die Möglichkeit, dass Heißluft ausgetreten war aus dem Rohrsystem, sodass man nicht ausschließen konnte, dass eventuell auch elektrische Kabel in ihrer Isolierung beschädigt waren. Eine solche Zündquelle liegt im Bereich des Möglichen, weil von den Triebwerken hier im unteren Teil, also unterhalb der Bodenplatten dieses Gepäckraums, die sogenannten Klimaleitungen verlaufen, durch die Heißluft gedrückt wird. Diese Heißluft, das sind nicht etwa bloß einige Milliliter oder Liter, die hier pro Sekunde durchgehen, sondern es handelt sich dabei um ca. 3.000 bis 4.000 Kilogramm Luft pro Stunde bei einem Druck von 7 Bar. Und das ist doch schon eine ganze Menge, wenn man dabei bedenkt, dass diese Heißluft, die hier ankommt, 300 Grad hat, kann dabei schon eine ganze Menge passieren. Nach mehreren Wochen akribischer Arbeit liegt der Untersuchungsbericht vor. Jetzt lässt sich der Todesflug der IL-62 lückenlos dokumentieren. Schon seit vielen Flugstunden ist die DMSEA eine fliegende Zeitbombe. Heiße Luft strömt aus einer undichten Rohrverbindung unmittelbar auf die daneben verlaufenden Kabelbäume ein. Die Isolierungen verschmoren, der Brand entsteht. Die Kabelverbindungen zu Flugschreiber und Voice Recorder werden durchtrennt. Schließlich fällt auch die Steuerung der Heckflosse aus. Während des Rückfluges wird der Brand zum Höllenfeuer. Er durchschlägt die Bodenplatte. Die in diesem Raum gelagerten Kanister mit Enteisungsflüssigkeit explodieren. In dem Moment, wo also 20 Liter Ethylenglykol in diesem Behälter